Ja. Kommen wir noch irgendwo hin? Da hinten vielleicht. So. Ja. Jetzt will ich Kleinholz sehen! Der falsche Knopf. Und nein, ich habe nicht das F-Wort gesagt. So, denn gebe ich hier nochmal. Willst du dem Ort Ausrufezeichen? Das scheint irgendwie recht gut versteckt. Oh, was denn das? Den hätte ich fast übersehen. Wäre Death Trap nicht gewesen. So, hinüber. Lasst euch einsammeln. Mal gucken, ob man in das Haus rein kann. Also man kann da irgendwie wohl... Ja, man... Ah, okay. Ich hatte gedacht, es wäre irgendwie eine Schlucht oder so, aber das Wasser wird einfach als nicht existente oder nicht vorhandene Landgebiete gezeigt. Oh, eine New Station. Das ist ja eine neue Kiste, die kennen wir noch gar nicht. Munition, haben wir gerade alles geholt. Das ist alles gar kein Problem. Boah, das sieht ja hammer nice aus. Ob das wohl die Stelle ist, wo Sanctuary war? Aber auch die Lichteffekte, richtig cool. Oh, 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 oh. Gehe ich immer noch mal wieder ein bisschen in Deckung. Das sind ja so viele rote Punkte auf der Minimap, das ist doch ein bisschen schockierend gerade. Oh shit. Hä, ich hab da einen Trick. Ach, das. Die sind. Ja, ich weiß nicht, ob die Lebensanzeigen verwirren mich. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich töte was, aber die. Die Lebensbalken sind immer noch rot, nicht? Verwirrung, völlige Verwirrung hier, ey. Oh, ey. Meine Fresse. Iridium. Yay. Sehr gut. Eins noch hinter mir. Da. Und eins noch da. Ist das Death Trap? Krass. Wo ist das denn hier? Das wäre ja ganz neu. Ich dachte, er macht immer nur Nahkampfangriffe. Nur von mir aus. Also mich soll es nicht stören. Okay, erkunden wir noch ein bisschen die Gegend. Hier. Das sieht ja nice aus. Dass das du hässliches Riesending und dass du kleines Mistviech und meine Fresse, wie viele Viecher hier schon wieder sind. Das Selector Thrasher. Alles voller Viecher. Meine Fresse. Und bumm. Sind alle nicht. Die sind mir alle nicht gewachsen. Da hinten ist noch einer. Mann, Mann, Mann. Ja, dann. Hier mal. Ja, der Raketenwerfer könnte mir gefallen. Ich schlag die Gegner erhalten mehr Schaden. Ach ja, der Slack-Schaden. Ja. So geil ist der jetzt nicht. Ach da. Ich hab das Viech doch gar nicht gesehen. Einfach so Schweinerei.
So, sammeln noch eben dann die das Ausrufezeichen ein, hätte ich fast gesagt, da wir gehen zum Quest-Ziel, nee, Quest. Oh, ich glaube, ich bin völlig verkehrt. Noch wobei, wesentlich verkehrter. Da ist ein Munitionshaini gewesen, das ich gar nicht gewährt. Ich bin einfach alle von den Flinte. Ihr seid ja Genies. Ja, definitiv. Da ist noch einer. Ach, da oben. Halt still. Was ist jetzt davon? Noch? Na? Irgendwie dieses. Nee. Ich würde gerade sagen, das erinnert mich an das Ende von Borderlands 1, aber ist nicht ganz richtig. Das ist zu Hightech-mäßig hier die Gegend, diese Säulen und so. Nicht die, also ich rede von der Architektur hier, nicht von den Pflanzen, die da dran so hoch wachsen und so. So ungenau, aber so geil! Genau. Was haben wir da? Ja, ein Schild. Oh, ich dachte, ich hätte gehört, da fliegen Flöge noch jemand. So, und hier haben wir irgendwo so eine Art Dorf oder so. Wird schon wieder gespeichert. Ach so, hier ist nochmal wieder so eine Menü Station. Ja, was soll's? Den ganzen Kram ändern, wenn das ist doch auch wieder alles Blödsinn. Außer Waffen braucht man sowieso nichts von dem, was hier so rumfliegt. Munition. Naja, gut, eben hatte ich halt echt wenig Munition, aber das war ja aus anderen Gründen. So, ein Echo Recorder. Lustige Lorenspiele. Eine Nachricht da irgendwie. Ja, bla, nehmen wir mit. Eine geheimnisvolle Höhle, eine zurückgelassene Lore. Ich sage das nur einmal. Ihr sollt die Gesteinsbrocken zu Mineralzertrümmerer bringen und eurem Vorgesetzten das Iridium abliefern. Wenn ihr wertvolle Mineralien aus den Stollen klaut, werdet ihr abgeknallt. Na, die ist ja liebenswürdig. So eine Chefin will ich auch, auf jeden Fall. Da war ich genau, da ist noch einer. Badass Market. So, weg mit dem Vieh. Finde die Lore? Hannelore! Hannelore! Nee, halt. Ja, diese Viecher sind aber echt zu nervig. Immer überall verschwinden und woanders wieder auftauchen und hin und her und bla. So, aber noch mal kurz einen Überblick verschaffen. Aussuchen. Ja, gut, dann machen wir den Quest eben auch noch schnell. Das sollte ja nicht das Problem sein. Der andere auch noch gleich. Ja! Fürchtet das süße und kleine Mädchen! Meine Fresse, ist das ein Umgerenne mit den scheiß Viechern hier. Da noch wieder einer. Gerade war ich da, ne? Aber jetzt bin ich wieder durch die Tür. Das ist echt. Mann, Mann, Mann. Ich wünsche mir die Banditen zurück. Wobei die mit Schild auch echt super nervig waren. Da so mit gucken, dass man sie von hinten erwischt und so. Genau, immer. Achso, ja gut, mit dem Packen. Ich wollte immer drauf auf die Viecher, aber hey, was soll's. So. Da wären wir. Hüpf. Gut. Absolut keine Gegner in Sicht. Dann
Wir mal weiter. Das ist die Lore, haben wir jetzt gefunden, du? So. Oh. Ein Treffer-Fehlschuss-Verhältnis ist zum Heulen! Oh, warte kurz. Das ist eine alte Dahlmaschine. Wenn du dir mal in der Nase gepopelt und verpasst hast, wie sie sind schon in die Lüfte erhoben. Weißt du vielleicht nicht, dass die Dahl Corporation früher mal reges Interesse an Pandoras Rohstoffen hatte? Na klar, habe ich in der Nase gepopelt. Ja, dann diese Lore ist wahrscheinlich die, um die es geht. Um die es geht natürlich, um die es sich dreht. Nein. Andere Seite? Nein. Muss ich die schieben oder was? Oh Gott. Schiebe die Lore zum Brecher. Ganz ehrlich, wenn ich höre, dass angeblich irgendeine Truppe von Leuten verpennt hat, die Sachen hier in den Brecher zu schmeißen. Und es sind einfach alle tot. Dann schnappe ich mir doch nicht die Scheiß-Lore und mach das für die, wenn sowieso keiner mehr was davon hat.